Für viele gibt es nichts Leichteres als abzunehmen. Für andere wie mich gibt es nichts Leichteres als zuzunehmen. Aber entsprechend gibt es immer eine Gruppe, die das Abnehmen schwierig findet oder das Zunehmen schwierig findet. Und für die Gruppe, die Abnehmen schwierig findet, gibt es ein neues Buch. Abnehmen mit der China Study. Das Buch ist von einem praktizierenden Allgemeinarzt geschrieben, Thomas Campbell, und ist ein absoluter Praktiker, erkennt man auch daran, wie seine Vita ist und wie er schreibt, und das ist sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm, und da kann ich vorweg sagen, er ist zwar Praktiker, aber die Studienlast ist halt in diesem Buch sehr, sehr erdrückend, zumindest ausgehend von dem, was er postuliert. Und das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, dass das Wissen, was präsentiert wird, dass das auch Hand und Fuß hat. Und er verweist, wie mittlerweile auch sehr viele der renommierten Autoren und sehr viele Autoren, die sich die Mühe machen, wirklich Studien zu zitieren und Studien herauszuarbeiten aus dem Wust an diesem wissenschaftlichen Fundus, den man hat mit den verschiedenen großen Studienplattformen, dass eben alle möglichen, insbesondere auch die Low-Carb-Fraktion und die referiert auch auf die Paleo-Fraktion und auf sehr, sehr viele, die kaum Studien ins Feld führen, weil sie eben kaum Studien ins Feld führen können und dann entsprechend den Markt überfluten mit guten Werbetexten, mit angenehm zu lesenden Dingen und nicht wirklich das Interesse des Menschen im Fokus haben. Und das ist auch ein ganz großes Thema in meinem Buch, was ich jetzt gerade am Fertigstellen bin. Es geht gerade durchs Lektorat. Titel hat es noch nicht, aber da geht es eben auch um diesen Fakt, dass sehr viele Social Media Influencer einen sehr, sehr großen Einfluss haben und wirkliches Wissen kaum noch zu finden ist. Und in diesem Buch ist es zu finden und wird verknüpft mit dem Wunsch nach Abnehmen. Also die Struktur des Buches, die ist wie folgt. Es ist in 4 große Teile unterteilt. Einmal ist es das Basiswissen der Gesundheit. Das ist 64 Seiten oder wahrscheinlich, 80 Seiten. Dann aktuelle Themen wie Zucker und Soja, Öl und Fette, Fisch, Weizen, glutenfrei, Bio und so weiter, Nahrungsergänzungsmittel. Das geht dann über 100 Seiten. Dann gibt es dann einen konkreten Plan zum Abnehmen, also welchen Tag man welches isst. Und dieser konkrete Plan geht über 70 Seiten. Und dann gibt es noch die Rezepte, das sind nochmal 50 Seiten, die das Grundwerkzeug für den konkreten Plan sind. Insgesamt sind das hier 300 Seiten. Wie schon sagte, großes Studienverzeichnis. Was auch sehr interessant ist, ist, dass es ein Register gibt. Gerade bei so einem Ernährungsbuch, da hat man einfach mal so eine Frage: Ich möchte jetzt gerne was über Gluten erfahren. Und da kann man Gluten in einem Register nachschauen und dann findet man die entsprechenden Seiten. Das vermisse ich gerade bei vielen Ernährungsbüchern, die ich sonst auch richtig, richtig klasse finde. Aber da fehlt einfach ein Register und so ein Register ist halt toll. Beim E-Book gibt man einfach String F, gibt den Begriff ein, also die Suchfunktion bei PDFs oder bei Online-Büchern, und dann kann man dann direkt danach suchen. Und hier ist es halt tatsächlich mit einem Register gelöst, finde ich sehr gut, scheint ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein, aber auch hier für volle Punktzahl. Die Seiten, müsst ihr das selber, sind nicht auf Hochglanzpapier, sondern auf ganz einfachem Papier geschrieben, so wie ich das auch handhabe bei meinen Büchern. Ich finde das sehr, sehr schön, weil es halt eben auch umweltverträglicher ist. Die China Study, die Grundlage des Buches, die habe ich selber nicht gelesen, obwohl es das Standardwerk aller sich pflanzlich ernährenden Menschen ist. Aber ich kam einfach nie dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich vielleicht noch nachholen. Auf jeden Fall kann man dazu sagen, dass der Thomas Campbell auch an diesem Werk der China Study mitgearbeitet hat. Und entsprechend eben auch diese wahnsinnig vielen Studien und einmal mehr für die Menschen, die noch in der Orientierungsphase sind, was die gesunde Ernährung angeht, eigentlich so eine erdrückende Beweislast, dass eine pflanzliche Ernährung alternativlos ist. Zumindest in einem hohen Maße. Und da ist ein Punkt, der nicht unerwähnt bleiben sollte. Und zwar ist die Frage natürlich nach einer idealen Ernährung. Und der Thomas Campbell beantwortet diese Frage, die ideale Ernährung, wenn sie komplett ohne Substitution von Pillen stattfinden soll, als
wie folgt. Das ist die ideale Ernährung. Vielleicht könnt ihr das sehen. Das heißt, die ideale Ernährung ist, dass man ganze Pflanzen zu sich nimmt und dass man Tierprodukte und verarbeitete Pflanzenteile immer weiter minimiert. Und das finde ich sehr interessant, dass er direkt nicht verlangt, dass alle Welt sich pflanzlich und idealerweise rohköstlich ernähren sollen, sondern dass er sagt, das Ziel ist eine Verringerung. Also deswegen sagte ich, es ist ein Mann der Praxis. Es ist absolut praktisch indiskutabel zu verlangen von allen Menschen, dass sie aufhören sollen, tierische Produkte zu essen. Das funktioniert nicht. Und dann bleibt die Gruppe der pflanzlich sich Ernährenden einfach, ja, einfach eine Randgruppe. Wenn man aber hingeht und sagt, hey, die ideale Ernährung ist, indem man tierische Produkte reduziert, ist das ein ganz anderer Ansatz. Und das finde ich sehr, sehr löblich. Genauso wie der Ansatz, dass man ganze Pflanzen verzehren sollte und keine verarbeiteten Produkte. Und da wird ganz klar ersichtlich auch von Thomas Campbell, dass die perfekte Ernährung, die die wenigsten tatsächlich umsetzen können, die Rohkosternährung ist, ausgehend seiner Studien, seiner Analysen. Und diese Ernährung wäre dann eigentlich so die Grundlage auch für den Diätplan, die er gemacht hat, also Diätplan, den Ernährungsplan, um abzunehmen. Da hat er, und das ist wieder praktisch relevant, ist er wieder runtergegangen, hat gesagt, zum Beispiel Reis ist ja kaum verarbeitet und es wird dann halt noch gekocht, aber das ist in Ordnung. Und er hat das dann, also diese Ernährungspläne und die Rezepte, die er hier gemacht hat, die sind wirklich extrem einfach, sie sind immer noch total am Genuss orientiert. Das heißt, ihr habt ja Rezepte, die schmecken wirklich richtig, richtig gut und die sind natürlich mit verarbeiteten, mit gekochten Produkten, aber auf pflanzlicher Basis. Aber das ist hier wirklich, da hat man mal wirklich erstmal ein Sammelsurium an wirklich einfachen Rezepten, schnelle Burger oder Erdbeer-Vinaigrette, also ein Dressing, Und selbst sowas wie Mango-Limetten-Bohnensalat, was irgendwie total abgehoben klingt, das ist dann halt eine Mango, eine kleine rote Zwiebel, eine Dose abgespült und abgetropfte Cannellini-Bohnen, ja, Dosenware, 40 frischer Koriander gehackt und Saft einer und abgeriebene Schale von einer Bio-Limette. Dann nur noch, dazu noch Salatblätter. Das einfach mischen und gut ist. Also wunderbar. Wie ihr jetzt schon gemerkt habt, bei dem Salat, wo war denn da das Öl? Er zeigt auch ganz deutlich, dass Öl quasi komplett nährstoffbefreit ist. Er vergleicht auch da wieder Daten ohne Ende. Er vergleicht ganz konkret 100 Gramm von Oliven und er vergleicht nicht nur 100 Gramm Oliven, sondern er vergleicht denselben Energiegehalt, den Oliven haben, wie das Äquivalent des Öls. Und dann sieht man, dass Öl quasi null Nährstoffe hat, während die ganzen Oliven voll mit Nährstoffen sind. Und so begründet er auch, dass er Öl generell auch ablehnt. Und ja, das entspricht auch meinem Wissensstand und auch meiner Erfahrung, was mir gut tut. Ja. Weiterhin sollte anzumerken sein, Menschen, die jetzt so sagen, boah, Vollkorn ist jetzt ganz schlimm und Weizen ist schlimm, da sagt er auch, ja klar, raffinierte Weizenprodukte und hochverarbeitete Weizenprodukte sind nicht gut. Aber wenn man nicht gerade unter einer Glutenunverträglichkeit leidet, und auch hier führt er aus wissenschaftlich, wie viele glutenunverträgliche Menschen gibt es tatsächlich, das ist einer von 133, die sollten tatsächlich Vollkornprodukte meiden, zumindest die sollten Weizenprodukte meiden, denn es gibt ja noch andere Sachen wie Mais, wie Reis, wie Hirse und sollte man nicht Getreide allgemein verteufeln, dann gibt es noch das Pseudogetreide, Buchweizen und so weiter. Ja, aber ansonsten spielt Getreide eine große Rolle in der Ernährung und zu Recht. Und ja, das entspricht halt eben auch meinem Wissensstand. Und das sollte man wissen, bevor man sich überlegt, dieses Buch hier zu kaufen. Ansonsten ist das Buch nicht nur als Abnehmen-Ernährungsplan, dafür ist es geeignet, das kann ich sagen. Es sind natürlich Disziplinen, die man da an den Tag legen muss. Das sind allerdings nur 14 Tage, das ist durchaus überschaubar. Aber es ist ein Sammelsurium an einfachen, allerdings ohne Bilder. Manche mögen ja Bilder, ne? Ich habe in meinem Buch auch keine Bilder. Also Rezepte, die echt einfach umzusetzen sind, die gesund sind, die vollwertig sind von dem praktizierenden Arzt. Dazu die andere Hälfte des
oder könnte schon fast sagen, 3/4 des Buches nochmal echt viele Informationen an aktuellen Themen, wo sich die Leute immer fragen, ja, soll ich denn nun Öl essen oder soll ich denn nun Weizen essen und wie ist das mit Bioprodukten, soll man denn Bioprodukte, also wirklich Fragen aus der Praxis aktuell jetzt hier in dem Buch nochmal Stellung dazu genommen und dann noch was Allgemeines, im ersten wer sich noch gar nicht so auskennt mit veganer Ernährung, ist es vollwertig und so weiter, auch da ja noch ein paar Ansätze. Aber das Buch ist dann halt schon wirklich ein Buch für jemanden, der jetzt nicht grundsätzlich eine pflanzliche Ernährung in Frage stellt, beziehungsweise der noch am Zweifeln ist, ist denn eine pflanzliche Ernährung gut? Ich glaube, über das Thema sind wir dann auch schon hinaus, mittlerweile, zumindest im Zeitgeist unserer Gesellschaft, dass eine Erhöhung der pflanzlichen Kost innerhalb unserer Ernährung, dass das sinnvoll ist, und da steigt ja auch direkt ein. Ja, alles in allem muss ich sagen, ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Man muss allerdings anmerken, und dem Leser, der so, ja, würde ich sagen, den perfektionistischen Leser oder dem Leser, der der hohe Ansprüche hat, da muss man sagen, also bei den Rezepten, da steht halt immer da, die Rezepte, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, da steht irgendwie eine Seitenanzahl drin. Und das Buch ist natürlich übersetzt aus dem Amerikanischen und ja, die Seitenanzahl stimmt nicht. Das heißt, wenn man ja sieht, okay, einen herzhaften Salat, Seite 283, man schlägt Seite 283 auf, da steht dann da, schnelle 3 Bohnensuppe. Das heißt, man muss dann ein paar Seiten zurückblättern, bevor man dann diesen herzhaften Allesalat 272 sagt. Das sind ungefähr 10 Seiten, die man immer zurückblättern muss. Daraus ergibt sich, dass die deutsche Fassung 10 Seiten wahrscheinlich irgendwie kürzer textenmäßig ist als die englische. Das wäre eine Sache, die hätte das Lektorat des Riva Verlags eigentlich feststellen müssen. Ich möchte aber trotzdem da nicht jetzt einen Stern abziehen, deswegen, man sollte es nur ja, wissen, dass man dann nicht enttäuscht ist und sagt, boah, das ist irgendwie schlampig lektoriert. Ist es dann vielleicht an dem Moment oder man hat dann einfach an dem Punkt nicht aufgepasst, aber es macht dem Buch absolut, es tut ihm keinen Abbruch. Ich kann das Buch wirklich jedem Menschen empfehlen, der abnehmen möchte. Es ist ein erster Einstieg. Abnehmen ist viel komplexer, als das so ein Buch darstellen könnte. Ich habe da wirkliche Videos schon gemacht. Ich werde das selber auch noch irgendwann mal wirklich ein großes Buch zu schreiben. Ich habe von 165 Kilo auf 95 Kilo abgenommen, 70 Kilo über 20 Jahre. Ich habe vieles ausprobiert. Das ist ein ganz, ganz großes Thema Abnehmen. Aber ich finde, das Buch hier ist eine super Sache, das kann man sich kaufen. Und deswegen gibt es von mir auch volle 5 Sterne für dieses Buch. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. Yeah.